Es geht weiter mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und na, kennt ihr den Ort noch? Ja, hier waren wir schon mal. Das ist nämlich die Siegelkammer. Nur dieses Mal können wir weiterhin fortgelangen, denn ich habe ein paar Vorkehrungen getroffen. Zum einen habe ich einen Relikant gefangen. Das müssen wir auch kurz an die erste Stelle tun. Und einen Wailord habe ich. Das ist an der sechsten Stelle. Und ich habe Zytox nochmal mitgenommen, denn es hat jetzt Schaufler wieder. Und Schaufler bräuchten wir eigentlich auch. Aber ja, jetzt kommt der Punkt, warum ich bräuchte, sage. Ich habe das bereits schon geöffnet, weil ich diese Stelle schon aufgenommen habe. Nur jetzt habe ich beim Bearbeiten gesehen, dass diese Stelle auf einmal gefehlt hat. Deswegen muss ich die nochmal nachstellen, weil die irgendwie nicht richtig mit aufgenommen wurde. Weil da habe ich wohl selbst ein bisschen verkackt, weil ich da auf die Stelle wieder neu aufgenommen habe wegen verschiedenen Faktoren. Weil ich da doch mal ein bisschen fehlinformiert war. Normalerweise muss man jetzt an dieser Stelle Schaufler einsetzen, während Relikant an erster Stelle ist und Wailord an sechster Stelle. Also man setzt hier Schaufler ein. Wenn ich das jetzt einsetzen würde, würde ich wahrscheinlich wieder aus der Höhle rausteleportiert werden. Aber wenn da, wenn die Wand noch zu ist, dann bildet sich dieser Eingang. Deswegen werde ich das jetzt nicht einsetzen. Aber wenn ihr das noch nicht offen habt, dann müsst ihr dann Schaufler einsetzen entsprechend. Dann geht es nämlich hier rein. Und hier haben wir auch nochmal so einen größeren Raum. Auch wieder mit verschiedenen blinden Schriften, Zeichen, die ich nicht entziffern kann. Damals war es ja noch so, da lag ja noch eine Anleitung bei, wo ja noch hinten das so übersetzt wurde. Aber hier hat man ja mal völlig drauf geschissen, überhaupt mal eine Anleitung reinzumachen. Auf jeden Fall, das sieht schon interessant aus. Hier hat man solche, ja weiß nicht, alte Häuser oder so. Kann man da denn... Na okay, kann man durch. Kann ich aber nichts ansprechen. Items gibt es hier auch keine. Was aber interessant ist, ist das hier vorne. Nämlich beim ersten Mal, wenn man das hier anspricht, jetzt würde nämlich eigentlich ein Erdbeben kommen. Und wir würden damit drei verschiedene Pokémon freischalten. Nämlich die drei Regis. Und ja, ich würde sagen, die fangen wir jetzt mal alle nach und nach. Dort ist die Aufnahme wieder normal. Also das hier ist jetzt ja nur nachgestellt, aber die ganzen Fänge, die werden wieder so sein, wie es sein soll. Und naja, gucken wir, fangen wir mal mit Regirock an, würde ich sagen. Ja, und zwar der Ort, der aussah wie eine Höhle, war eine Höhle, die aber jetzt erst freigelegt ist. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Die Wüstenruine. Hier haben wir wieder irgendein Xing-Chang-Chung-Zeug, das man nicht lesen kann. Aber laut Information muss man Folgendes machen. Man muss immer verschiedene Dinge machen, um dann die Tür zu öffnen. Denn hier ist jetzt ja erstmal nichts. Aber ich sagte ja, hier soll es ja ein legendäres Pokémon geben. Und zwar müssen wir... Moment. Wir müssen zweimal nach rechts. So. Und zweimal nach unten. Und dann Stärke benutzen. Ich glaube, ich habe keine Stärke dabei. Oh. Ah doch, Tauheido kann das. Achso, ne, dann ist ja gut. Stimmt, habe ich jetzt voll vergessen. Ich habe meine VM-Sklaven jetzt auch nicht dabei. Beziehungsweise meine zweiten VM-Sklaven. Ich brauche ja zwei Stück schon mittlerweile. Und der kann das auf einmal einsetzen. Und es hat die Tür geöffnet. Ja, auf jeden Fall mal rein da. Alles voller Sand. Und hier haben wir Regirock vor uns. Ich glaube, ich habe nicht mehr ganz so viele Bälle, aber die sollten reichen. So. Finsterball habe ich ein paar Hyperbälle. Ja, 19 Stück. Könnte knapp werden. Eventuell muss ich nochmal resetten. Fest steht nur, ich werde erstmal speichern. Und noch Fangkraft aktivieren. Wo ist es? So. Nein, nicht Profil. Nein. Nicht Profil. Kraft, so. Ich war noch nicht ganz so oft, deswegen bin ich gerade ein bisschen... Jetzt höre ich mich gerade wahrscheinlich ziemlich komisch an, weil ich gerade so nach unten gucken muss auf mein 3DS. Und man mich deswegen wahrscheinlich ganz komisch gehört hat. Auf jeden Fall, was kannst du denn so? Und wir haben ein ganz anderes Battle-Theme und... Boah, die Einleitung ist mal cool. Ja, die haben ja immer verschiedene Symbole. Wir fangen mit Bloody Mary an, denn sie kann ja noch Donnerwelle. Und es ist auf Level 40. Regirock ist einer der drei Regi-Pokémon. So praktisch das Demi-legendäre Höhentrio. Und ist eben vom Typ Gestein. Und ist eigentlich ein ganz cooles Pokémon.
Denn jede Generation hat ja immer so ein, okay, fast jede, hat ja immer so ein legendäres, semi-legendäres Trio gehabt. In Kanto waren es ja die Vögel, Lavados, Zapdos, Arctos. In Johto waren es Entei, Raikou, Suicune. In Höhen nun hier Regirock, Regieis und Registeel. Ja, natürlich setze ich nochmal alle Effekte hier ein. Ich glaube, hier gehe ich auch mal in die Mega-Entwicklung. Einfach, um mehr auszuhalten. Dann in Sinnoh hatten wir Vesprit, Selfo und Tobutz. In Einal, Kobalium. Da hatten wir sogar zwei gehabt, könnte man sagen. Man hatte einmal Kobalium, Terrakium und Viridium. Und andererseits noch Voltolos, Boreos und Demeteros. Die konnte man eigentlich auch noch zählen. Oh, das macht aber sehr wenig Schaden. Aber es ist mir eigentlich ganz recht. Ich würde gerne so viel Schaden machen auch. Beziehungsweise ich würde trotzdem noch weiter einschlagen, weil ich glaube, alles andere würde uns eh killen. Jetzt irgendwie war die Ladezeit jetzt ein bisschen lang. Oder wir landen einfach mal Volltreffer. Genau. Warum nicht? Und an sich, es gibt ja sehr, sehr viele legendäre Pokémon noch zu fangen. Und ich werde nicht alle fangen. Ich werde nur so ab und zu mal ein paar. Also ich werde jetzt die Regis alle fangen, weil wir dann noch ein weiteres legendäres Pokémon dann freischalten. Einfach weil ich denke, die gehören zu Höhen und deswegen können die ruhig dazu. Weil die einfach mit der Generation jetzt zu tun haben. Nicht mit der Generation, aber mit der Region. Weil das ist ja sechste Generation, nur das Spiel bezieht sich ja auf Höhen. Aber trotzdem ist die Generation die sechste. Deswegen denke ich so, die ganzen Höhenlegis, die können wir ruhig fangen. Denn wir haben jetzt ja schon Kyogre, wir haben Rayquaza, Deoxys. Jetzt können auch die ganzen anderen noch kommen. Würde nämlich mal so Zeit werden, so langsam. Ah, sehr schön. Und gleich ist er auf 1 KP gebracht. Ich werde es auch wieder so machen wie bei Deoxys. Wenn die Kämpfe zu lange dauern, werde ich da ein bisschen was rausschneiden. Weil, ich dachte ja schon, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich glaube damit tue ich uns allen Gefallen. Denn jeder kennt es wahrscheinlich, so Kämpfe gegen solche Legis können einfach manchmal verdammt nervig sein. Und ich hätte einen Flottball werfen sollen, fällt mir gerade so ein. Ich versuche erstmal einen Finsterball, weil jetzt haben wir eh gerade abends. Und jetzt ist er noch paralysiert, hat 1 KP. Und 1, 2, 3 und nice! Okay, es ging schneller als gedacht. Da haben wir erstmal unser Regirock. Sehr schön. Cool. Also ich habe gedacht, das wird jetzt wesentlich länger dauern, aber schön, wenn es die anderen beiden auch noch so schnell gehen. Echt nice. Regiroks Körper besteht komplett aus Steinen. Erst kürzlich stellte man erstaunt fest, dass die Steine alle an unterschiedlichen Orten ausgegraben wurden. Okay, interessant. Oh nein, du kriegst keinen Spitznamen. Denn mir fällt jetzt gerade keiner ein. So, den haben wir dann schon mal. Na gut, die Fangkraft, die kommt auch noch dazu. Aber man muss ja nehmen, was man bekommt. Oder was man hat. Als nächstes würde ich dann gerne Registeel fangen. Doch mal gucken, wo es den so gibt. Ich bin jetzt gerade hier auf Route 120, um uns zu Registeel zu bringen. Und ich wollte mal gerne auf diese epische Spiegelung bei Nacht mal hinweisen. Denn damals waren wir ja bei Tag hier. Aber guckt euch mal das Wasser bei Nacht an. Mit diesem Sternenhimmel. Erinnert mich wieder glatt an die Delta-Episode. Ach, und jetzt haben wir ein wildes Pokémon. Aber komm, das schneide ich jetzt nicht raus. Denn wir sind schon ganz in der Nähe. Denn Registeel ist nicht weit weg. Kann auch sein, dass ich mich jetzt völlig verlaufen habe. Aber nein, es sollte jetzt jeden Moment hier sein. Nämlich hier haben wir die weitere Höhle. Und ja, wieder komisches Zeugs. Die Lösung ist auf jeden Fall, wir müssen die Mitte des Raumes, ich glaube das ist so hier in etwa, und frag mich nicht warum, aber wir müssen Fliegen einsetzen und Turbs lässt sich nicht einsetzen. Dann noch einen Schritt vor oder einen Schritt zurück. Ich habe jetzt gerade nicht die Maße dieser Höhle im Kopf und jetzt bin ich bei Items, aber mir das rechne ich mal so oft. Ich weiß ja nicht, ob das technisch irgendwie begrenzt ist, aber die Menüs, die laden immer so extrem lange. Immer so ein langer Fade-Out und Fade-In, bis man dann ins Menü kommt und so. Ein Menü soll eigentlich mal zack-zack gehen, dass man da einmal kurz drin ist und sofort wieder ein Spiel weitermachen kann. Das stört mich doch immer ein bisschen. Und hier haben wir ganz viel Stahl oder so. Auf jeden Fall das gleiche wie gerade. Wir speichern.
Da frage ich mich auch, ob das irgendwie gedacht ist, einfach nur um die Spielzeit so ein bisschen zu verlängern oder ob das echt irgendwie so hardware-technisch. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass es so aufwendig ist, dieses Menü zu laden. Ich weiß nicht. Sonst hat es auch nie so lange gedauert bei Pokémon. Auf jeden Fall, Registeel. Auch ein sehr gutes Pokémon. Von der Reihenfolge her ist eigentlich Regieis das nächste. Ja, und ich spreche jetzt Regieis aus, nicht Regieis oder wie auch immer es jetzt ausgesprochen wird, weil es ja so geschrieben wird. Weil ich finde das, ich denke mal, das ist nur gemacht, weil es sonst zu Verwirrungen kommt, dass mit zwei Is hintereinander geschrieben wird. Und ich finde Regieis ist einfach der passende Name. Deswegen spreche ich es auch so aus. Ich glaube, das machen sowieso viele. Im Anime wurde das auch so ausgesprochen. Na gut, man sollte niemals den Aussprachen im Anime vertrauen. Ne? Regigigas, Giratina. Was gab's noch für dumme Aussprachen bei denen? Naja, okay, dann haben die auch mal gerne die englischen Namen noch tatsächlich ausgesprochen, weil die dann mal übersetzen irgendwie Mist gemacht haben. Was gab's noch für so richtig dumme Aussprachen bei Pokémon? Was gibt's denn da noch? Also vor allem in den Filmen ist das mal aufgefallen. Also die waren sehr oft auch okay. Oder so, wie man das auch wahrscheinlich offiziell aussprechen würde. Jetzt fallen mir nur gerade keine spontanen Beispiele ein. Überlegen, Rayquaza wurde durchaus so ausgesprochen, wie jetzt jeder ausspricht. Obwohl das auch so ein komisches Wort ist, sag ich mal. Aber vor allem im 11. Pokémon-Film war das ziemlich extrem mit den Aussprachen. Und auch Shaymin. Ja, das war, boah, echt schrecklich. Naja. Auf jeden Fall, er erhöht seine Verteidigung. Ich mache es eigentlich wieder genauso wie gerade. Und ich hoffe, dass wir auch genau dasselbe Luck haben wie gerade. Denn in Let's Plays ist es immer besser, wenn die Fänge einfach mal ein bisschen schneller gehen. Bisschen muss ich auch insgeheim zugeben, dass ich gebe es jetzt echt zu, dass ich das Let's Play auch langsam zu Ende bringen möchte. Jetzt einfach nur, weil das jetzt schon der 81. Part ist. Und weil ich das Spiel auch langsam privat mal gerne so richtig zocken will. Weil es ist ja so, ich lasse ja vieles noch aus und so, weil ich möchte ja das noch im Let's Play ja noch alles zeigen. Wenn ich das jetzt privat zocken würde, würde ich natürlich das, sonst hätte ich das schon längst alles gemacht. Na gut, dann hätte ich das wahrscheinlich das Spiel auch schon eine Woche durchgezockt. So habe ich jetzt, ja, so 2-3 Monate, ja wohl, ja doch 3 Monate so ziemlich dafür gebraucht, weil man ja immer ja nur zockt, weil man ja aufnimmt und es gibt bei mir Momente, da komme ich mal 2 Wochen nicht dazu. Beziehungsweise, dazu kommen ist eine andere Sache. Ich bin jetzt nicht so extrem beschäftigt, noch nicht zum Glück. Man hat halt mal seine Schule und so und halt Hobbys. Na gut, das hier ist mein Hobby. Aber es gibt bei mir auch so oft Tage, da bin ich einfach irgendwie total müde oder ich bin einfach irgendwie total down. Oder es gibt Tage, wo man einfach richtig schlecht gelaunt ist, man sich dann über irgendwas oder irgendwen aufgeregt hat und man ist halt in einer richtig miesen Stimmung und da bringt Aufnehmen auch einfach nichts. Ach Mann! Ach ja, dazu kommt auch, das ist sehr erstaunlich, dass ich Regieis beim ersten Versuch gefangen habe, dass ich so ein Glück hatte. Denn zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, haben wir Freitag den 13. im Februar. Also komm, Freitag der 13. hat mir eigentlich sehr oft Glück gebracht. Beziehungsweise nicht unbedingt Glück, aber auch nicht gerade Pech, sag ich mal so. Ich glaube, der Finsterball bringt hier nicht viel. Da nehmen wir mal Hyperbälle. Und danach werde ich auf jeden Fall nochmal neue Bälle kaufen, wenn wir dann zu Regieis gehen. Denn dort werden wir 2 Pokémon hintereinander fangen. Okay, Finsterbälle sind doch besser. Sind viel besser. Aber komm, jetzt gehst du rein. Geh rein, los. Auf jeden Fall kann ich dann nämlich auch so ein paar Sachen auf The Zyphox anmachen, wenn ich mit dem Let's Play zu Ende bin, weil dann kann man einfach so spielen, wie man möchte. Ich hatte eigentlich schon einen ganz anderen Plan gehabt, nämlich wollte ich mir einfach direkt noch dazu Pokémon Omega Rubin holen und Pokémon Omega Rubin zocke ich dann einfach so parallel dazu und das zocke ich dann völlig privat. Das war mein eigentlicher Plan, dass ich Omega Rubin dann möglichst schnell durchzocke, damit ich Alpha Saphir nicht mehr blind durchzocken kann, nur um das Let's Play dann informativer zu machen und einfach, dass man weniger verpeilt ist. Obwohl ich jetzt eigentlich finde, dass hier wenig verpeilt halt drin war, weil man einfach das Original schon kannte.
Man konnte halt auf jeden Fall dann schon auf mehr Sachen hinweisen und so, wenn man das dann dadurch dann ja vorher schon durchgezockt hat, praktisch. Nur da wäre mir das auch ein bisschen zu teuer geworden, weil ich habe mir Alpha Saphir geholt, dazu wäre noch diese Capture Card, das war auch nicht billig. Und dann noch Omega Rubin, das, ach, und kurz davor habe ich mir auch noch Smash Bros. Für ein 3DS geholt. Das wäre mir doch ein bisschen zu viel gewesen. Denn ich bin ein Mensch, der sich ungern ganz viele Spiele hintereinander holt. Das ist auch ein Grund, eigentlich habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich mir den New 3DS XL, diese limitierte Edition mit Majora's Mask 3D hole, also Zelda. Habe ich jetzt doch wieder den Gedanken gecancelt. Der erste Grund ist schon mal die Capture Card, weil die war erstmal teuer genug, jetzt erstmal für Sachen Nintendo-Konsolen was zu investieren. Denn ursprünglich war mir halt nur wichtig, dass ich mal eine Konsole habe, ein Handheld mit einem größeren Bildschirm. Problem ist gelöst, weil ich jetzt hier auf meinen HD-Monitor nun 3DS-Spiele zocken kann. Was ich auch zwischendurch mal privat mal ganz gerne mache, weil es einfach viel angenehmer ist, auf den Monitor zu gucken, als immer auf diesen kleinen 3DS. Und, ach Mann, hier rein. Deswegen hole ich mir doch noch nicht sofort New 3DS. Wenn jetzt wirklich mehr Spiele dafür angekündigt werden, jetzt vielleicht auch besondere, ich sag mal als Extrembeispiel, die neuen Pokémon-Editionen gibt es jetzt nur für New 3DS. Dann würde der gekauft werden. Wahrscheinlich gibt es dann auch wieder da irgendwelche Limited Editions, da würde ich mir eine holen. Oder wenn jetzt, ich sag mal zum Beispiel Mario und Luigi 5 oder irgendein neues, vielleicht irgendwie so ein Kingdom Hearts Remake, whatever. Wenn irgendwas dann für New 3DS kommt, was mich richtig mega interessiert, dann wird der auch gekauft. Aber jetzt nicht nur so, jetzt einfach weil zweiter 3DS. Das ist mir doch ein bisschen zu teuer und da, ich schätze zwar das Geld, okay, du gerade eben. Aber ich bin auch kein Mensch, der einfach so mit Geld um sich wirft. Und weil ich dann denke, wenn man hat zwar gespartes, man weiß jetzt zwar vielleicht nicht, wofür man das jetzt alles ausgibt, aber dann nicht einfach blind für was ausgeben, nur weil man das jetzt vielleicht dann limitiert haben will oder so. Deswegen auch zum Beispiel Majora's Mask und sowas würde ich mir später holen, weil ich will dann erstmal ausgiebig Alpha Saphir zocken. Will dann erstmal mein eigenes Team da aufbauen. Habe ja auch schon mal gesagt, dass ich da auch gerne Kämpfe gegen euch machen würde. Darauf würde ich auch gerne nochmal dann zurückkommen, wenn ich dann mit dem Let's Play fertig bin. Dann wird auch auf The Zootalks wieder mehr passieren, denn dort kommt noch eine Analyse noch. Ich habe den Kanal ja eh, das habe ich auch da auf die Kanalbeschreibung geschrieben und auch auf meiner Kanalbeschreibung, dass ich den Kanal ja im Moment wegen mit Videos pausiert habe. Einfach weil ich, wenn ich hier fertig bin mit dem Let's Play, möchte ich mich erstmal wieder mit den Online-Games wieder mehr befassen. Weil sich ja doch wieder einiges geändert hat. Durch die neuen Mega-Entwicklungen gibt es wieder neue Strategien und so. Und das ganze Metagame hat sich hier wieder geändert. Und da muss ich mich erstmal wieder reindenken, bevor ich jetzt einfach blind wieder irgendwelche Strategien erklären kann und keine Ahnung habe, worauf man heute alles achten muss. Oder was neue Movesets jetzt manche Pokémon haben und so. Und ich finde, das lernt man am besten, indem man selbst ganz viele Kämpfe einfach macht. Und ich möchte jetzt nicht innerhalb des Let's Plays jetzt schon mit solchen Sachen anfangen, weil ich denke dann einfach, dann mache ich zu viel Offscreen, zu vieles, was man dann vielleicht schon versehentlich freischaltet. Und Mann, jetzt geh doch mal endlich rein, Junge! Jetzt mal ehrlich! Ist doch schön, dass ich jetzt dieses legendäre Fang jetzt zum Labern nehmen kann, weil ich habe mir eher allgemein noch ein paar Themen überlegt, um das hier zu überbrücken. Aber der kann auch mal langsam gerne reingehen, ja? Bitte, das wäre sehr nett, ja? Der hat echt keinen Bock. Also Regirock war ja richtig sozial, aber das war so, Regi-Stil ist wohl zu Regirock gegangen, hat die ganze Asozialität von Regirock absorbiert und in sich aufgenommen, weswegen der nun doppelt so asozial ist, weil das ja ausgeglichen werden muss. Also das wäre jetzt meine Vermutung, warum der so asozial ist. Mir fällt auch auf, ich habe sehr spät erst damit angefangen, die Legis zu fangen. Weil ich hätte zum Beispiel gegen diese drei, hätte ich schon viel früher hätte kämpfen können. Ich hätte mir nur einen Relikant, einen Vylord holen müssen. Aber na gut, dazu kam auch wieder, ich wollte mich auch nicht spoilern lassen. Über gar nichts eigentlich. Habe ich auch soweit nicht gemacht. Ist eigentlich, ja nur bei so Sachen, wo ich wirklich mal mich fragte, irgendwie, ja okay, komm, das muss ich jetzt mal wissen. Zum Beispiel jetzt vielleicht, wo man ein bestimmtes Pokémon fängt und so. Aber sonst habe ich wirklich alles komplett blind gemacht. Und jetzt erst so nach der Liga oder kurz vor Eintritt der Pokémon-Liga, da habe ich mir mal ein paar Sachen angeguckt, wie man was bekommt und so. Dass ich da auch mal ein paar Infos mal geben kann. Und sowas wäre jetzt zum Beispiel nicht gewesen, wenn ich jetzt Omega Rubin jetzt einfach mal so zuerst gezockt hätte.
beziehungsweise so neben des Let's Plays gezockt hätte, aber dann wirklich schnell durch, dass ich, sag mal, vielleicht in 2 Wochen das dann durchgezockt habe. Denn normalerweise zocke ich meine Spiele so schnell durch, wenn ich Zeit habe. Vor allem, da waren auch noch Winterferien inzwischen, da hätte ich das locker machen können. Nur, wie gesagt, das wäre doch ein bisschen zu viel mit Spielen. Dann auch zu Weihnachten habe ich mir auch noch Super Smash Bros. Für Wii U gewünscht. Das habe ich dann auch erstmal ein bisschen gezockt. Und ich sag ja schon mal, ich hole mir grundsätzlich jetzt keine Spiele mehr, bevor ich das Spiel, das ich mir davor geholt habe, nicht ausgiebig genug gezockt habe. Weil sonst liegt das halt in der Ecke, man gibt auch schließlich viel Geld dafür aus, ne? So 40 bis 60 Euro gibt man ja für ein Spiel aus. Und das ist mir zu teuer, als es dann vielleicht dann, sag mal, nach 2 Wochen, weil man sich dann andere Spiele dann holt, dann wieder für so einen hohen Preis, dann das andere dann in der Ecke liegen lässt und das vielleicht dann erst ein halbes Jahr später dann mal wieder anpackt oder gar nicht mehr. Deswegen hole ich mir auch ganz ungern, ich werde das sowieso nie wieder machen, dass ich mir 2 Pokémon-Editionen auf einmal hole. Also ich sag mal zum Beispiel bei... Oh, der ist drin! Sehr schön. Ich rede gleich weiter. Auf jeden Fall haben wir nun damit den 2. Sehr schön. Ja genau, vom Typ Stahl, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Registeel wurde vor langer Zeit von den Menschen eingesperrt. Das Metall, das aus seinem Körper besteht, ist eine seltsame Substanz, die nicht von dieser Welt sein soll. Schon wieder ein Außerirdischer? Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann bei Regi Eis dann wieder. Hier haben wir nun die letzte Höhle, wo wir Regi Eis zu finden bekommen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie man hier vorgehen muss. Und die Lösung ist ziemlich lame. Ich werde jetzt mein 3DS hier hinlegen. So, der ist auf dem Tisch abgelegt. Und jetzt müssen wir 2 Minuten warten. Jap, wir müssen warten, bis das Tor dann von selbst aufgeht. Trifft sich ganz gut, denn ich habe ja gerade mit einem Thema einfach abgebrochen. Und zwar habe ich ja gemeint, ich habe mir zum Beispiel Schwarz und Weiß habe ich mir zusammen geholt. Na gut, beziehungsweise ich habe mir zuerst Schwarz geholt und dann so ein paar Monate später habe ich mir noch Pokémon Weiß geholt. Das Blöde war, das war die 2. Edition, zum Beispiel das war jetzt dann Pokémon Weiß, habe ich dann kaum angerührt. Auch dann habe ich mir Pokémon Schwarz 2 geholt, habe ich gesuchtet. Pokémon Weiß 2 habe ich auch nie angerührt. Habe ich dann eben dann später mal, dann habe ich mal angefangen, ich glaube nach dem 2. Orden oder sowas, habe ich das dann wieder weggelegt, das Spiel. Und das war jetzt auch genauso bei X und Y. Jetzt habe ich Pokémon X auch angefangen, da bist du da, ich glaube, 3 Orden. Und habe das auch irgendwie gar nicht mehr so weiter angerührt, das Spiel. Das finde ich mal so schade dann auch. Weil ich denke mal, so ist ja praktisch, ne? Dann kannst du dann alle Pokémon fangen, dann hast du auch mal was zum Hin- und Her-Tauschen. Weil ich denke mal, das ist allgemein immer praktisch, immer beide Editionen zu haben. Jetzt vor allem, wenn man auch die Pokémon braucht für alles oder bestimmte Movesets und zum Züchten und so ein Zeug. Dass man einfach auf alle Pokémon auch Zugriff hat. Aber das ist es mir dann auch nicht wirklich wert, dann für die, ich sag mal, für diese 5 Pokémon oder dieses eine Legendäre oder diese 2, die man dann dazu bekommt oder vielleicht dann diese kurzen Unterschiede, das ist mir jetzt auch nicht mehr mittlerweile so wirklich wert, mir dann die ganzen Editionen zu kaufen. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich auch doch nicht Pokémon Omega Rubin holen, also gar nicht. Oder auch allgemein nicht mal diese 2. Edition, weil wenn ich dann die eine anfange, dann spiele ich die ausgiebig und die 2. ruhe ich dann gar nicht mehr an. Weil sonst habe ich mal gedacht, so, hey, die eine kannst du ja so als Hauptedition nehmen und die 2. kannst du ja nehmen, so, falls du nochmal Lust hast, die Story durchzuzocken. Aber habe ich dann auch mittlerweile nie. Und mittlerweile kann ich dann einfach, ja, und es ist offen, mittlerweile kann ich dann einfach alles auf die Pokémon-Bank tun und dann das auch immer wieder neu starten. Und so Sachen wie, ich sag mal, hier mit wie Wettbewerbe und sowas, das kann man auch mal wieder dann noch nachmachen. Oder einfach es allen egal sein lassen. Ich habe jetzt auch mal die anderen beiden Regis mitgenommen, aus einem ganz guten Grund. Und nun werden wir... Ach, ist wie viel auf mein Profil gegangen? Aber ich meine, bei X und Y, war das dann nicht so, dass das mit den Urkräften unten links war, das Symbol? Ich meine nämlich schon. Vielleicht komme ich deswegen so durcheinander. Auf jeden Fall, hier haben wir nun den letzten Regi. Regi Eis. Der meiner Meinung nach auch beste von denen, weil das so ziemlich der einzige ist, den ich überhaupt mal online gesehen habe. Die anderen sieht man so gut wie nie. Ja, ich glaube, Regirock habe ich mal ganz selten gesehen. Aber sonst Regieis ist schon ganz gut. Denn ich weiß noch, der kann mit Eissturm ziemlich viel Gutes machen. Und weil der eine verdammt gute Verteidigung hat.
Obwohl, die Regierung kann auch sehr gut mit Verteidigung profitieren. Von Verteidigung profitieren. Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall, man sieht die nicht allzu oft. Ich weiß nur, dass Regirock eine ganz hohe Verteidigung hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, Regi Eis hat eine ganz hohe Spezialverteidigung. Weiß ich jetzt aber nicht mal ganz so genau. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, aber die haben alle ein sehr ähnliches Moveset. Also ich glaube, die können alle Antikraft, Fluch, ich glaube Kraftkoloss oder so noch. Obwohl, nee, sonst hätten die ja schon eingesetzt. Aber die können das auf jeden Fall alle drei erlernen. Und sonst war noch so eine eigene Attacke. Und ja, der hat deutlich weniger Verteidigung. Ach genau, und Amnesie und Eisenabwehr haben die noch. Man sieht es, glaube ich. Aber das finde ich ganz gut, dass er so wenig Verteidigung hat. Denn jetzt hat er nur noch ein KP. Ich glaube, ich habe auch ziemlich Glück, dass der Zusatzeffekt... Och, ich habe vergessen, Bälle einzukaufen. Scheiße. Ich habe es voll vergessen. Ich muss jetzt mit Superbällen spammen. Mit Superbällen. Ach du Scheiße. Nein. Ja komm, vielleicht haben wir ja trotzdem Glück. Weil es ist ja auch nur Level 40. Nur. Es ist paralysiert. Es hat nur einen KP. Komm schon. Bitte. Und Finsterbälle hätte ich jetzt auch noch nehmen können, aber habe ich ja auch keine mehr. Habe ich jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht. Eins, zwei. Ach. Komm, geh in diesen Superball. Die sieht doch cool aus. So ein cooles Design und so. Aber man hat ja mal solche Glücksfälle. Man hat ja auch mal so einen Glücksfall, dass mal so ein Legi auch mal in so einen Pokéball reingeht. Kann ich jetzt auch mal so einen Glücksfall haben? Ja, okay, es ist Freitag der 13., aber darauf scheiße ich eigentlich, ich glaube nicht daran. Aber trotzdem so aus Prinzip einfach mal einen Freitag den 13. Legi fangen. Habe ich jetzt ja schon geschafft mit Regirock. Jetzt muss es doch nicht an dir scheitern, oder? Komm, bitte. Please. Den Meisterball habe ich ja auch schon aufgebraucht. Na gut, den will ich jetzt auch nicht für ein Regieis benutzen. Da fand ich jetzt schon ganz gut, den für Proto-Kyogre zu nehmen, weil der hat ja echt keinmal gewackelt. Und? Dreimal? Epic! Ohne Hyperbälle, ohne Finsterbälle, ohne Meisterball oder irgendwas. Das ist geil. Richtig geil. Ich hatte schon Angst gehabt. Regieis umhüllt sich selbst mit kalter Luft von minus 200 Grad Celsius. Alles und jeder, der sich diesen Pokémon nähert, friert sofort ein. Sein eisiger Körper ist so kalt, dass nicht mal Magma es schmelzen könnte. Und ihm werde ich jetzt mal ausnahmsweise tatsächlich einen Spitznamen geben. Denn keine Ahnung warum, irgendwie muss man das machen, sonst kann man Regigigas, den König der Regis, den wir auch noch treffen werden, nicht freischalten. Und ich habe mir gerade was überlegt, ich werde einfach genauso nennen, aber mit zwei Is, einfach so wegen der Aussprache. So, Regieis, wie ich das eigentlich ausspreche. Wie ich finde, wie der eigentlich heißen sollte. Okay, die Wirkung hat es nachgelassen. Das ist aber noch nicht alles, aber bevor wir weitermachen hier, werde ich nochmal ganz kurz mir ein paar Bälle kaufen. Und dann geht's hier weiter. Mit Regigigas ist das leider ein bisschen umständiger. Nämlich muss man da ein paar Schritte erstmal erfüllen. Und zwar bin ich jetzt gerade hier in Floßbrunnen und in einem Haus ganz rechts vom Pokémon Center. Reden immer mit diesen Mädchen hier. 6 Punkte öffnen 3 Türen, hat mein Großvater immer gesagt und ich habe es nie verstanden. Aber nun weiß ich, dass es um die Begegnung mit besonderen Pokémon ging. Mein Großvater hat noch weitere Geschichten erzählt, ob sie auch etwas zu bedeuten haben. Laut meinem Großvater soll manchmal ein gigantisches Pokémon diese Region aufsuchen. Aber man benötigt etwas Kaltes, um ihn zu begegnen. Was wohl mag etwas Kaltes sein? Eiscreme vielleicht? Ja, auf jeden Fall, die wollte uns so einen kleinen Hinweis geben, dass man Regieis etwas Bestimmtes geben soll. Nämlich sowas wie ewiges Eis zum Beispiel, das habe ich ihnen jetzt nämlich gegeben. Ja, genau, ewiges Eis. Für Regigigas müssen wir nämlich alle drei Regis haben. Die müssen alle drei im Team sein. Und ich mag die Reihenfolge gerade nicht. So, das ist die richtige Reihenfolge, wie die auch im Pokédex angeordnet sind.
Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt noch weitere Vorkehrungen. Man muss also mit diesen Mädchen geredet haben, man muss alle drei Regis haben. Regi-Eis muss eben so ein Eis-Item besitzen. Und es muss noch zusätzlich zwischen 10 und 18 Uhr sein, also es muss Tag sein. Also ganz ehrlich, die Spiele sind ja nicht mehr ganz so leicht zu hacken. Ja, na gut, man kriegt noch so raus, so mit Sachen, so Mega-Entwicklungen und Basiswerten und sowas, das kriegt man schon noch raus. Aber wer kam bitte darauf, dann zu sagen, ja, etwas Kaltes, ach genau, da muss ich Regi-Eis wohl ein ewiges Eis geben und ja genau, da muss ich am Tag wohl dahin gehen mit allen drei Regis. Und auch überhaupt, dass das jetzt hier in dieser Eishöhle von Regi-Eis nochmal stattfindet. Aber auf jeden Fall haben wir nun alle Schritte erfüllt. Ich werde auch nochmal speichern zur Sicherheit. Und ich habe jetzt auch ein paar Bälle gekauft, ein paar viele. Und nicht nur das, ich bin noch ein paar Schritte gelaufen, weswegen wir nun die Fangkraft nutzen können. Ich werde auch mal wieder Fangkraft an andere verteilen, weil ich habe eh gerade Internet an. Dann will ich auch mal Level 3 bekommen. Und so, gespeichert und... Genau, jetzt passiert nämlich das hier. Der Boden bebt, etwas kommt näher. Und oh, wir hören jetzt... Ach, natürlich hören wir jetzt Sinnoh-Kampfmusik. Oh, und das sieht geil aus. Sehr imposant. Und da haben wir Regigigas. Yay. Saumselig. Ach ja, genau, das ist ja so eine negative Fähigkeit. Der kommt erstmal nicht in Fahrt. Das ist, glaube ich, die ersten 5 Runden lang. Dass der geschwächten Angriff und geschwächte Verteidigung und so hat. Also der ist ja halt, hat halt geschwächte Werte. Aber ich glaube, nach 5 Runden lässt diese Fähigkeit dann nach und kann dann sein volles Potenzial dann ausschöpfen. Aber komm, der ist Level 50. Wir sind sehr stark. Ich glaube, ich hatte auch so noch ein, zwei Mal gegen die Hyteras gekämpft. Deswegen ist auch zum Beispiel Link schon Level 77. Ist ja auch nicht wenig. Okay, das war sogar ein Volltreffer und macht so wenig Schaden. Wow. Du kriegst jetzt erstmal einen Trugschlag ab. Interessant finde ich auch, alle Regis haben eine Kampfschwäche. Jetzt würde noch ein Unlicht-Regi fehlen, dann, ja, dann hat man alle Typen, die eine Kampfschwäche haben. Wow. Weiligen Stahl hat eine Kampfschwäche, Stein, ja doch. Ne, sonst noch Unlicht fällt mir noch ein, sonst gibt es da, glaube ich, nichts mehr. Ist das irgendwie hier Kampf der Volltreffer oder was? Ja, okay. Regi-Gigas hat gerade die Tradition gebrochen. Ganz toll. Aber ich habe jetzt gerade ohne Volltreffer, glaube ich, jetzt mehr Schaden gemacht. Kann das sein? Oder ungefähr genauso viel. Und ich hoffe, dass Regi-Gigas... Warum hat das so komisch auszusprechen? Ja, das ist wirklich hier Kampf der Volltreffer. Ich hoffe nur, dass Regi-Gigas auch so kooperativ ist wie Regi-Rock und Regi-Eis. Und jetzt bitte in diesen Ball hier reingeht. Das wäre sehr nett. Danach hätte ich noch vor, Turbos und Selfe zu fangen. Und dann möchte ich gerne... Ja, so Dialga könnte man noch fangen. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob das schon geht. Vielleicht Reshiram Seekrom oder so. Ich werde auf keinen Fall alle fangen. Man kann ja auch die ganzen anderen Trios fangen. Die werde ich in diesem Let's Play auslassen. Weil ich denke mal, das ist ja kein 100% Let's Play. Und es ist ein bisschen zu viel des Guten, wirklich alle zu fangen. Und kommt, geh rein, geh rein, geh rein. Danke! Also wir werden Turbos und Vesprit fangen. Ich denke mal, Dialga werde ich noch fangen, weil das ist sowieso mein Lieblings-Pokémon. Das muss einfach im Let's Play gefangen werden. Also ich denke mal, Dialga wird gefangen. Vielleicht noch Palkia, mal gucken. Und dann werden wir noch die Liga-Rematches machen und mit den Rematches werden wir das Let's Play dann auch abschließen. Es gibt eine Legende, wonach dieses Pokémon die Kontinente mit einem Seil gezogen hat. Ja, das war wohl ein hartes Seil. Und er selbst muss dann auch viel Kraft haben. Ja, damit haben wir nun also diesen Part 4 Legis gefangen. Wahrscheinlich total überlang der Part. Aber, naja, wir haben viel geschafft. Also im nächsten Part werden wir nochmal ein paar Legendäre fangen. Dann werden wir uns halt so ein bisschen um die Sinnoh-Legendären kümmern. Aber wie gesagt, nicht alle, denn das sind viel zu viele, die es in Sinnoh gab. Wir werden uns, wie gerade gesagt, Vesprit haben wir schon. Turbos und Selfe werden wir uns mal vornehmen. Und ansonsten, ja, Dialga, Palkia. Und ich glaube, dann wird der Part auch schon wieder zu lang sein. Wenn auch Zeit ist, vielleicht noch Giratina, mal gucken. Aber auf jeden Fall werde ich dann noch einmal Legendäre fangen und ich glaube, dann reicht es dann auch mit den Legendären. Ansonsten sage ich dann mal, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Auch wenn der vor allem am Anfang etwas chaotisch war. Und dann sage ich mal, bis dann!